Amen. Halleluja. Amen. Die Natur des Menschen anzog, starb für uns nach Gottes Plan. Amen. Ist im Leib auch auferstanden. Fuhr als Mensch zu Gott auf dann. Fuhr als Mensch zu Gott auf dann. Amen. Sieh, im Himmel sitzt nun Jesus Christus thront dort alle Zeit, als ein Mensch von Gott erhoben ist gekrönt mit Herrlichkeit. Die Natur des Menschen nach Gottes Plan ist im Leib auch auferstanden, fuhr als Mensch zu Gott auf Plan. Gott hat sich in ihm erniedrigt, nur teilhaftig Mensch auch war, und der Mensch Gott versöhnt für uns. Gott und Mensch in ihm vermengt sind, Gott im Menschen wird bezahlt, Mensch und Gott in ihm vermengt sind, Mensch in Gott verherrlicht Gott. So weg und auf sein Wesen uns der Geist stets unterweist. Eins mit Jesus in den Himmel, in die Gemeinde seine Braut. Durch die kostbaren Geist von Jesus sind seine Glieder Jesus Christus, unser Retter, ist gekrönt mit Herrlichkeit. Amen. Sieh, ein Mensch jetzt, unser Retter, ist gekrönt mit Herrlichkeit. Allzeit! Ein Mensch in den Himmel! Amen! Ein Mensch in den Himmel! Amen! Jesus Christus, unser Retter! Amen! Gekrönt mit Herrlichkeit! Amen! Amen. Ja, die Essenz des Königreichs ist Gottes Leben. Zoe, heilig rein. Amen. Macht's weiter. Halleluja. Nein, das nächste Lied schon. Schnell, schnell. Nicht von gestern. Amen. Amen. Ja, die Essenz des Königreichs ist Gottes Leben. Heilig rein. Durch Christus fließt in uns hinein. Amen. Amen.
Meine Herzen sucht den Herrn. Und sucht den Herrn. Mit anderen will barmherzig sein. Amen. Mit reinem Herzen sucht den Herrn. Wir spielen es mal an, damit ihr es lernen könnt von der Melodie her. Ja, die Essenz des Königreichs ist Gottes Leben heilig rein. Vom Himmel aus wird es regiert, durch Christus fließt in uns hinein. Sein Leben zeigt sich arm im Geist, es trauert sanft, ist es so gern, mit anderen will barmherzig sein, mit reinem Herzen sucht den Herrn. Als Gottes Sohn stets Frieden stift und für Schmerz um Jesu Willen, wie es geschmeckt, durch höchste Freude füllt dein Herz. Dies Leben voll ist Hemd wie Salz, im Dunkel scheint es als das Licht, macht uns den Mantel echt und recht, ist voll. Vollmacht ohne Gleich beschleunigt seine Rückkehr sehr und offenbart sein Königreich. Es gibt dem Satan keinen Raum. Amen. Besiegt die Sünde, selbst und Welt. Amen. Es unterordnet sich dem Herrn, die Vollmacht Gottes reich ausstellt. Halleluja. Amen. Gottes Reich ausstellt. Als Gottes Sohn stets Frieden stift und für Gerechtigkeit Leid Schmerz. Um Jesu Willen wirst geschmäht, doch höchste Freude
Nochmal Strophen 7 und 8. Es gibt dem Satan keinen Raum, besiegt die Sünde selbst und Welt. Es ordnet sich dem Herrn, die Vollmacht macht Gottes Reich aus. Amen. Das ist nicht das Credo der Religion, oder? Amen. 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 Halleluja. Alles Gute kommt von dir, Vater des Lebens. Agape Liebe schenkst du mir, Liebe, die
Jesus, mein Bruder, ich liebe dich. Beistand und Tröste im Geist und Wahrheit bete ich dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Liebe dich.
einen Eindruck habt, wenn ihr ein Bild habt, dann kommt zum Mikrofon, teilt es einfach mit. Schon so lange unterwegs ist, kommt und dir die Fackel übergibt. Und wie du diese Fackel übernimmst und die Hand nach oben streckst und eine Fahne in Brand setzt. Und diese Fahne fängt an zu brennen. Diese Fahne trägt das Wappen von Salzburg. Und diese Fahne fängt an zu brennen. Und mit ihr verbrennt diese Macht Salzburg, diese Macht, die einfach über Jahrhunderte und Jahrtausende sich aufgebaut hat. Und anstelle dieser Salzburg-Flagge webt Gott eine neue Flagge aus Herrlichkeit, aus purer, goldener Herrlichkeit. Und Michael, ich tue Buße dafür, wo ich nicht hinter dir stehe, wo ich nicht hinter dem gesalbten Gottes stehe, wo ich nicht hinter dem stehe, der diese Fackel erhalten soll. Und ich nehme jetzt die Autorität, die Gott mir gegeben hat, für dich einzustehen und zu sagen, diese Fackel sollst du erhalten. Und ich spreche frei diese Salbung über dir. Diese Salbung, die Fackel zu tragen und zum rechten Moment die Flagge in Brand zu setzen. Thank you.
dich, dass du jetzt den Schild der Gunst und den Schild der Ehre um den Michael aufstellst und du dich zu deiner Setzung stellst und allen Räubern und Blendern, die sich hier selbst einsetzen in dieser Stadt, in dieser Zeit, dass du dich dazu stellst und sie entfernst in der rechten Art und Weise, so wie es dir entspricht, Herr. Werden es sehen. Dieser, mein Diener, trägt diese Schale und ich selbst bin es, der das Feuer entzündet. Und ich suche mir aus, wer um mich steht, wer in mir steht und durch wen es entzündet wird. Und es wird geschehen. Ich selbst habe die Schale übergeben und das Feuer wird brennen. Es wird hier brennen. Ihr seid dabei. Das, was du gesagt hast, habe ich immer in mir gespürt und deshalb konnte ich ja von dieser Gemeinde nicht mehr gehen, seit dem ersten Augenblick, wo ich in dieser Gemeinde war. Und ich danke Jesus, ich danke Gott, dass er dir diese Offenbarung gegeben hat und dass du es ausgesprochen hast. Jetzt tut es nicht mehr so weh in mir. Der Druck ist jetzt weg, jetzt weiß ich es, weil es ausgesprochen ist, was ich gefühlt habe. Du bist, du selber, der alles in Gang setzt.
Heilungswerk liegt und dass eine große betende Schar täglich hinter Michael steht. Erinnere dich an dein Wort, an das du dich gebunden hast, Herr, dass du ein Belohner bist für Michael, Herr. Er hat dich aufrichtig gesucht bis zum heutigen Tag und hat uns dich weitergegeben an uns, Herr. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und segne ich dich jetzt, Michael. Und ich danke dir und erinnere dich, Herr, wieder neu an dein Wort. Wir stehen hinter ihm und zu ihm, Herr, so wie wir dort stehen. Wir danken dir, Jesus, deine Berufung für uns alle, die wir da stehen, Herr Jesus. Und wir werden dich immer wieder als Wächter auf der Mauer, Tag und Nacht sollen wir dich daran erinnern, was du heute verheißen hast. Für diese Stadt, für diese Gemeinde. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Ja, ich danke euch. Ich habe diese Dinge irgendwo, also ich hab gespürt in den letzten Tagen und Wochen, dass es Widerstand gibt, oft ganz kleinen Widerstand, geringen Widerstand, Gedanken, Reflexe, Reaktionen, Dinge, Kleinigkeiten, die man wahrnimmt oder sich ärgert oder sich dran stößt oder so. Ich habe gemerkt, dass es die kleinen Füchse sind, die den Weinberg verderben. Und das fängt mit einem Seufzen an, weil noch irgendwo am Mittwoch was ergänzt wird zu dem Vortrag oder eigentlich würde ich lieber schon heimgehen oder dies und das. Und wir entweihen damit etwas, was so kostbar ist, weil der Herr, der will vielleicht Herzen durchbohren, der will Licht scheinen oder sonst was. Und das wird in dem Moment abgetrieben und das wird im Moment kurz geschlossen oder sonst was. Und ich möchte euch einfach alle bitten, dass ihr selber mit dem, was heute gesprochen ist, nochmal nach Hause geht, euch vor dem Herrn prüft und da, wo ihr euch über die letzten Wochen, Monate oder Jahre den Luxus geleistet, vielleicht auch nur in Gedanken, zu urteilen, euch Dinge vom Leib zu halten oder sonst was, die mit meiner Leiterschaft oder mit dem, was ich richtig oder falsch mache, zu tun haben, bitte ich dich, dass ihr das ganz neu um das Blut bringt und zwar vor allem nicht so sehr um meinetwillen, sondern um euretwillen, weil ihr dadurch abgeschnitten seid von dem Segen, der Herr durch mich euch geben will. Und deswegen das Tragische dabei, dass irgendwann einmal sozusagen der Teufel kommt, vom Michael kommt ja nichts mehr zu dir und es stimmt sogar, weil du dich wirkungsvoll abgeschnitten hast, dass nichts mehr zu dir kommen kann. Und ich möchte nicht, der Herr möchte nicht, dass es so weit kommt und darum, ich bitte euch, dass ihr, wo immer ihr kleine Füchse zugelassen habt,
sei es ein Scherz, sei es ein Witz, sei es ein Ärger hier, sei es eine Ermahnung da, sei es ein Getuschel da, sei es was im Hintergrund, was immer es ist. Bringt es unter das Blut, bringt es wieder in Klarheit, damit wieder ganz klar und ungehindert Gottes immenser Segen jeden erreichen kann hier in dieser Mitte. Und ich kann euch nur sagen, dass ich jeden von euch von Herzen liebe und für jeden von euch bete und einstehe für euch. Und ich danke auch euch, wenn ihr für mich betet. Ist es jetzt angebracht, das Vaterunser zu beten? Lass uns noch. Es geht einen Schritt weiter als das, was du gesagt hast, Michael. Es geht nicht nur darum, nach Hause zu gehen und sich zu prüfen, wo wir uns gegen deine Leiterschaft gestellt haben, welcher Hinsicht auch immer, sondern wirklich von nun an viel bewusster, viel stärker ins Gebet für dich zu treten, dass du die Stimme Gottes hörst, dass du den Willen Gottes spürst, ihn auch ausführst, weil der Herr hat mich in den letzten Wochen immer schon stückchenweise, aber heute nochmal ein Stück mehr einfach spüren lassen, welche Ernsthaftigkeit da drauf liegt und was er tun möchte, was dieses große Werk ist, das er tun möchte. Und er kann es nur, wenn wir beten, wenn wir in die Fürbitte gehen, wenn wir diesen Strom freisetzen. Und deshalb geht in die Fürbitte für die Gemeindeleitung, aber ganz besonders für den Michael. Und es ist noch viel mehr, was er tun will und könnte, wenn wir einfach noch offener diesen Kanal öffnen fürs Gebet und uns auch führen lassen, was gerade im jeweiligen Tag vielleicht wichtig ist, dass wir für Michael beten. Es ist vielleicht nicht immer das Gleiche. Wenn wir offen sind, dann hören wir es und dann können wir in seinem Willen beten. Möchte ich nur sagen, was ich als Bild gehabt habe während des Lobpreises. Und zwar, es war mir nicht klar, aber wie die Julia angefangen hat zu reden, habe ich es dann verstanden. Ich habe nämlich eine Runde gesehen, die aus mehr Leuten bestanden hat als wir, aber wir sind in einem inneren Kreis gewesen und das war irgendwie so ein Stadion. Und da ist ein Läufer mit der Fackel reingekommen und der ist wie komischerweise so behindert worden, also entgegen diesen Spielen da, wo alle den freudig erwarten, ist der so behindert worden, dass er einer kommt. Und dann ist er doch einer gekommen und dann hat er ein paar Stufen nehmen müssen und diese Stufen, die waren aber zu groß für den, also die sind irgendwie, da ist er schlecht, die waren nicht leicht zu erklimmen. Ein paar waren leicht zu erklimmen und dann ist wieder eine gewesen, die ist so groß, da ist er fast nicht drüber gekommen. Er ist nie gefallen, aber er ist mit großer Anstrengung da drüber gekommen. Und oben ist eine große mit einem weiß glitzernden Gewand gekleidete Gestalt gestanden und die hat eine Schale eben hochgehalten, eine große Schale und auf dieses Feuer zum Entzünden ist gewartet worden. Und ich habe nicht so recht gewusst, was es ist, aber vielleicht fügt sich das jetzt zusammen. Ich habe noch, bevor du es gesagt hast, stehe jetzt nicht im direkten Zusammenhang, vielleicht doch, aber wie auch immer, vielleicht hat es noch eine andere Bewandtnis. Aber ich habe so eine Berg-Silhouette gesehen. Da ist mir der Bibelvers eingefallen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich habe nicht wenige Christen getroffen, die meinen, meine Hilfe kommt, oder ich hebe meine Augen zu den Bergen, wäre etwas Positives. Aber es ist etwas Schreckliches. Es ist etwas Schreckliches, wenn wir zu den Bergen unsere Augen aufheben, weil auf den Bergen sind die Götzenhöhen und die Höhenheiligtümer aufgerichtet worden in Israel. Das haben viele Christen mit einem falschen Hals bekommen. Das ist ein totaler Gegensatz. Nicht von den Bergen, nicht von den Altären, dort kommt meine Hilfe her, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel, der diese Berge und die Erde gemacht hat. Und das will ich einfach auch, ich will mich selber dahin auch binden an das Herr. Ich will nicht meine Hilfe von hohen Kräften, von hohen Orten, von hohen Dingen, die geschaffen sind, von dort überhaupt aufschauen oder etwas erwarten, sondern ich will das alles verwerfen und ich will mein Vertrauen
ausschließlich auf den Herrn setzen, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Aber vielleicht betrifft es auch jemand von euch hier, vielleicht nicht bloß mich, aber ich habe diese Bergsilhouette gesehen und ja, Amen. Danke. Ist auch so, dass ich mehr euer Gebet brauche als in der Vergangenheit, weil mir auch scheint, dass es um mehr geht, dass die Luft oben dünner wird und dass, wie soll ich sagen, der Grat schmaler ist. Auch der ein falscher Schritt, der einen zum Abstürzen bringt. Also ich bin mir bewusst, dass, wie soll ich sagen, ich mich auf etwas bewege, wo Fehler größere Auswirkungen haben, als wenn man ziemlich weit unten ist. Also mir kommt vor, dass ich bete oft, Herr, bewahre mich vor Fehlern, bewahre mich vor Verführung, bewahre mich vor irgendeinem falschen Weg in jeder Hinsicht. Das will ich jeden Tag beten, aber ich bin auch dankbar, wenn ihr dafür betet, dass ich einzig und allein im vollkommenen Willen, nicht mal im zulassenden Willen Gottes, sondern im vollkommenen Willen bin, weil das Gute ist der Feind des Besten und ich will nicht das Gute tun und dann kommt das Beste nicht zustande. Ja, selbst mit der Geschichte, wo wir am Anfang des Gottesdienstes gebetet haben, selbst wenn das nicht der vollkommene Wille des Herrn wäre, würde ich es nicht wollen. Ja? Also es muss im Plan und im Willen vom Herrn stehen und es darf mich nicht ablenken von dem, was der Herr vorhat. Auch für Salzburg, das weiß ich, hat einen Vorrang und ja, für diese Länder hier. Amen. Danke euch. Wollen wir die Gemeindeleitung heute zum Abendmahl versammeln? Die Gemeindeleitung, bitte. Haben wir noch nie gehabt, so, aber ist vielleicht an der Zeit. Und bis wir gebetet haben, wird auch Julia wieder zum Stoßen. Fang mal die Christine an. Herr, wir danken dir. Bevor wir beten, möchte ich, wo ist denn das wo ist denn unsere Kamera? Entschuldigung, ein bisschen zur Seite. Ja. Dankeschön. In der Nacht, wo Jesus verraten wurde, in der Name das Brot, er segnete es, dankte dem Vater und brach es und sagte, das ist mein Körper, der für euch hingegeben wird, nehmt und esst alle davon und tut dies zur Erinnerung an mich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus den Kelch, dankte dem Vater nochmal und sagte, das ist das Blut des neuen Bundes in meinem Blut, dass der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen wird, nehmt und trinkt alle daraus. Tut es zu meiner Erinnerung. Amen. Herr Jesus, oh Herr Jesus, oh Herr, du bist das perfekte Opfer. Du, Herr, hast dich zerteilen lassen. Du, Herr, bist ans Kreuz gegangen, damit du zum lebengebenden Geist werden kannst. Herr, lass uns heute in diesem Abendmahl einmal mehr erfahren, was es heißt, mit dir im Tod eins gemacht zu werden. Amen. Herr, wir wollen im Tod mit dir eins gemacht sein, damit wir die Auferstehung mit dir leben können. Herr, in Auferstehung willst du uns Leben geben, aber der Tod kommt zuerst. Und ich bitte dich, Herr, dass du dich heute in diesem Abendmahl einmal mehr austeilst, dass wir zu Ende gebracht werden, damit du hier in Salzburg aufbauen kannst. Bringe jeden Einzelnen zu Ende, zerteile jeden Einzelnen hier, damit du aufbauen kannst, damit du leben kannst, damit dein Leben ausgeteilt werden kann, dein wunderbares Zoe-Leben. Herr, ich preise dich dafür. Amen. Herr, ich preise dich für dein Zoe-Leben. Ich preise dich für dein Erlösungswerk. Ich preise dich dafür, dass wir Anteil haben dürfen am Blut der Erlösung und am Fleisch für die Nahrung, für die Stärkung, für den Weg, den wir zu gehen haben. Herr, du hast uns berufen, zu gehen und zu wandeln in dir, alle Zeit angetroffen zu werden in dir, Herr Jesus.
Ich danke dir, dass es hier mit uns allen eine Realität wird, dass die Gemeinde in Salzburg in dir angetroffen wird. Herr Jesus, ich bitte dich, komm mit deinem Licht, lass uns nicht so bleiben, wie du bist. Ich danke dir, wie wir sind, Herr. Danke, du bist der Großartige, der Herrliche und der Vollkommene. Und wir dürfen Anteil haben an dir, an allem von dir, Herr. Wie sehr lobe ich dich dafür, dass wir Anteil haben dürfen. Danke, Herr Jesus. O Herr Jesus, ich danke dir für all die Liebe, die wir schon in Fülle geschenkt bekommen haben. Aber ich danke dir vor allem auch, dass du ein Gott bist, der Verheißungen wahrmacht. Und ich erinnere mich noch an diesen allerersten Gottesdienst mit Michael, wo du mir gesagt hast, dass ich dafür beten soll, weil du etwas Besonderes mit ihm vorhast, weil du durch ihn hier Erweckung schenken willst. Herr, und ich habe immer daran geglaubt, und wenn es jetzt in die Wirklichkeitsstraße geht, so ist es trotzdem fast unfassbar für mich. Ich danke dir dafür und lass uns keinen Tag davon abfallen, dafür zu beten, dass wir wirklich betend hinter ihm stehen. So wie du, Herr, Tag und Nacht für uns einstehst. Und ich danke dir dafür. Herr, wir nehmen Brot und Wein auf der Grundlage des Ortes. Als die Gemeinde in Salzburg sind verbunden mit allen Geschwistern in dieser Stadt und auch alle, die mit uns im Herzen verbunden sind, die von außerhalb zusehen. Wir sind hier keine Gemeinde, die sich um einen Dienst oder um eine Person oder um eine Lehre schart, sondern die sich auf dem Grund des Ortes wie die neutestamentlichen Gemeinden versammelt. Und auf dem Grund dieses Ortes, ohne eine Spaltung und Teilung und Trennung, nehmen wir den Tisch des Herrn, nehmen wir das Mahl des Herrn und laden alle Christen in dieser Stadt ein, sich mit uns zu vereinigen. Nicht nur im Geiste, sondern manifest, inkarniert und die eine Gemeinde in Salzburg zu werden. Auch wenn das menschlich gesehen schwierig oder unmöglich erscheint, was bei Menschen unmöglich ist, sind möglich dem, der glaubt. Amen. Wenn du zu Hause bist, kannst du etwas zu essen, etwas zu trinken nehmen und den Tisch des Herrn mit uns begehen. Voraussetzung ist, dass du nicht selbst verschuldet und eigenmächtig zerstritten bist mit einem anderen Gotteskind. Wenn das so wäre, will der Herr, dass du ihn anrufst, dass du dich versöhnst mit dieser Person. Der Herr will, dass wir versöhnt zum Tisch des Herrn kommen. Aber wenn du wiedergeboren bist oder dich entscheiden willst für Jesus Christus und versöhnt bist, dann kannst du kommen und vom Tisch des Herrn nehmen, auch wo du bist. Und wir gehen jetzt einfach alle hierher. Wir brauchen jetzt nicht uns wie sonst eine Person, sondern wir können alle gleichzeitig kommen. Und wichtig ist nur eines, dass wir so vorsichtig am Rande eintunken, dass wir nicht die Tischdecke ankleckern mit dem Rotwein. Das wollen wir doch liebevoll denen zumuten, nicht zumuten, die uns hier das zur Verfügung stellen. Deswegen, wir wollen lieber den Boden bekleckern als die Tischdecke. Aber wir wollen gar nichts bekleckern, denn wir können uns hier über die Kante beugen. Amen. Halleluja.
Wir haben aus dem Chat noch Beiträge. Elfi schreibt, oh du herrlicher Gott, es ist so wunderbar, was du tust in Salzburg. Elfi schreibt auch, ja Michael, wir im Internet stehen auch hinter dir, dem Fackelträger Gottes. Und Siglinde schreibt, ich gebe dir die Krone und das Schwert, Michael, die Krone des Lebens, das Schwert des Geistes, lauf mit meiner Kraft und du wirst nicht müde werden. Hatte den Eindruck, das waren Worte Gottes. Dann schreibt Elfi noch, ja, Heiliger Geist, leg uns das Gebet für Michael und die Gemeinde Jesu leidenschaftlich ans Herz. Sie schreibt auch noch, tief berührt, nehme ich teil am Abendmahl. Amen. O Jesus, Herr, wenn wir bei deinem Tisch sind und sauber sauen Brot und Wein hier ein, dann preisen wir, dass dich der Mensch als Strophe 4. Wir preisen dich, o Herr, für deine Größe, für deine Majestät, voll Kraft und Pracht. Und auch, o Herr, besonders wollen wir danken, dass du dich klein und messbar hast gemacht. Zum Herzen. Und all meiner Not begegnet. Du bist mein Vater, der mich liebt, der mich beschützt, mein Leben lang. Du bist mein Vater, der mich liebt. Ich bin dein Kind und vertraue dir. Dein Wille ist die Liebe. Dein Wille ist das Licht. Dein Wille. Thank you.
heute ausnahmsweise gibt es nach dem Lob des Vaters noch ein Schmankerl, aber zuvor haben wir noch die Liebesgabe. Das Schmankerl kommt dann gleich. Ja. Ich wurde gefragt, warum man bei uns so wenig über den Zehnten hört von jemandem außerhalb. Und die Antwort war eigentlich die, und der hat sich schon selber gedacht, weil wir wichtige Themen haben als das. Nicht, dass der Zehnte unwichtig ist, nicht, dass es Geben nicht gesegnet wäre und wichtig wäre, aber Christus und sein Vorangehen ist einfach noch so viel wichtiger als das. Und dabei riskiert er aber, dass Leute den Zehnten vielleicht nicht geben und den Segen des Zehntengebens nicht erfahren. Und das stimmt, ja. Wenn du den Zehnten nicht gibst, kommst du nie in diese immense Fülle dieses Segens rein. Aber es gibt noch was Schlimmeres, wie den Zehnten nicht zu geben, nämlich nicht genug vom Zoe-Leben zu ziehen und nicht genug Christus zu erlangen. Das heißt, ja, bei uns muss man den Zehnten nicht geben, braucht man den Zehnten nicht geben, kannst du jahrelang durchkommen, ohne den Zehnten zu geben, woanders mit einem schlechtes Gewissen machen oder sonst was. Nein, wir wollen einfach immer nur die Vorzüge, wenn du den Zehnten gibst und darüber hinaus dich einladen. Mich hat der Herr sukzessive von einem Geizhals zum Sparsamen, zu einem, der gegeben hat, der Freude gegeben hat, der überschwänglich gegeben hat, zu einem, der immer mehr geben will, verwandelt. Und manche von euch sind auch auf diesem Weg oder schon so verwandelt worden. Das ist das Herrlichste und ein Leben voller Freiheit, wo dir wirklich dann nichts mehr fehlt, weil du nur noch im Strom bist, nur noch im Fluss bist. Du gibst es raus und während du es rausgibst, fließt es wieder neu nach. Das ist wunderbar. Und du hast niemals mehr Mangel, weil du in einer anderen, ja, in einem anderen Turnover bist. Und unsere liebe Schwester Christine aus der Schweiz hat eine sehr nette Karte geschrieben, das finde ich sehr schön. Christine, wir grüßen dich. Ich glaube, deine Eltern werden anrufen und werden dir sagen, schau dir diesen Gottesdienst an in der Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei bist, weil der ist wichtig. Und deshalb wollen wir, also auch wenn du es nicht anschauen würdest, aber wir wollen trotzdem, ich finde es so schön, dass, so schön hat sie das gemalt, ein Kärtchen. Sie hat nicht nur ihren Zehnten, hat sie der Gemeinde zukommen lassen, auch opferbereit. Nicht, dass ihr was überbleibt, aber Christine, ich will es dir prophetisch sagen, die kommenden Jahre, egal wo du bist, egal was du machst, du wirst in den Schlaf lachen, weil dir nichts mangeln wird. Halleluja. Amen. Und meine Frau wird vorlesen, was sie geschrieben hat. Ich glaube gar nicht, dass sie es deswegen geschrieben hat. Sie wollte vielleicht nur den Schatzmeister oder dem, vielleicht den Ältesten zeigen, aber es dürfen eigentlich alle lesen, weil es so von Herzen kommt. An die Gemeinde in Salzburg. Malachi 3,10. Bringet den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf das Speise in meinem Hause sei. Und prüfet mich doch dadurch, spricht Jehova, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde, bis zum Übermaß. Amen. Ja. Und sie schreibt, Halleluja für diese Verheißung. Ich glaube, dass mich der Herr im Übermaß segnen wird. Amen. Und euch auch. Hab euch lieb, eure Christine aus der Schweiz. Wir haben dich auch lieb, Christine. Ich muss sagen, ich will dir zeigen, es geht doch da ehrlich von mit der Christine. Ja, komm her. Das genau da dazu passt. Also, du hast Besuch letzte Woche, ja. Ja, ich war da. Ich hab das Vorrecht gehabt, dass ich mitfahren habe dürfen. Und wir haben uns also so viel zum Erzählen gehabt. Und am ersten Abend war es, wo wir dann so haben wir auch ein bisschen die Sorgen der Welt beleuchtet. Ja? Nichts Schlechtes, es ist halt einfach wirklich so viel los, wo wir von den Flüchtlingen angefangen bis über andere Katastrophen am Reden waren. Und irgendwie haben wir es übersehen. Auf einmal ist irgendwie so das Leben so ein bisschen da unten so hinunter. Ja. Und dann ist passiert, die Christine ist raus, hat die Gitarre geholt. Und wir haben Loblieder gesungen. Und ich habe das noch nie gehabt. Also ich habe immer gespürt, wenn Leben kommt, das war oft schon ein Erlebnis. Aber an diesem besonderen Abend, wo das war,
habe ich da direkt so das Gefühl gehabt, wie wenn Blei in meinem Magen drinnen wäre. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir Lobpreis gemacht haben, ist es leicht geworden. Und wie wenn da was raufgestiegen ist. Weil bis oben mit Leben gefüllt. Wir waren alle so berührt. Ich meine, das Kind ist einfach ein Segen, ja, sowieso vom ersten Tag an. Aber sie ist so gefüllt mit Gott. Die kann so viel Leben geben. Ich kann nur sagen, danke Gott. Es ist unglaublich. Amen. Halleluja. Streckt die Hände aus. Ja, ja, Halleluja. Christine übrigens war jemand, ich habe es oft erlebt im Lobpreis, die Lobpreiser, auch wie ich mal im Lobpreis war, in meinen unreifen Zeiten, ich war froh, ich bin ausgekommen. Der Kelch, der Sammelkelch ging an mir vorüber. Ja, wirklich, man hatte, oder bei manchen Ordnern war es vielleicht auch so, du bist Ordner, du bist Einsammler, der Kelch ging an dir vorüber, weil keiner mitgekriegt hast, dass du nichts gegeben hast, weil du bist ja der Ordner. Aber weißt du was, wenn du es geben musst, dann brauchst, lass eh besser bleiben, dann bringt es eh nichts. Aber die Christine war eine, die ist oft nach dem Lobpreis noch hinterher gerannt. Na, ich habe nichts gegeben, ich muss noch, ich möchte noch. Also, weißt du, wenn sie die Gotteskinder ums Geben prügeln, ja, ums Geben sprinten, dann fängt sich an, was zu drehen. Dann fängt an, die Gunst dir nachzulaufen und das Geld dir nachzulaufen. Weil wer von euch weiß, es ist schwer, wenn du um Geld nachlaufst. Es ist immer schneller wie du, aber wenn das Geld dir nachläuft, dann holst du dich ein. Christine, möge das Geld immer dir nachlaufen, möge es jedem fröhlichen Geber nachlaufen. Wenn du zuschaust und du willst auch was geben und wenn es 5 Euro sind, die sagst, ey, ich bin berührt, ich möchte sehen, Webseite Glaube der Liebe.at, Menüpunkt sehen in Liebe, da steht Bankverbindung, du kannst etwas geben. Und wir begrüßen alle, die live dabei sind, auch Anita und Jenny sind dabei. Wir grüßen euch ganz herzlich, wir drücken euch und freuen uns, wenn wir euch wieder live in die Arme schließen können. Ja, am liebsten würde ich sagen, Junge kommt bald wieder, aber Mädels kommt bald wieder. Siglinde sowieso, Elfi. Ja, Halleluja. Ich habe vielleicht noch jemanden vergessen, aber die anderen sind alle in der Pflaster wahrscheinlich. Die anderen sind alle in der Aufzeichnung mit dabei. Wir lieben euch, wir vermissen euch, wir sind verbunden, egal wo ihr seid. Der Herr segne euch. Und jetzt kommt der Schmankerl, wie versprochen. Noch ein Lied. Ein Lied, was zum Mitteilen überleitet. Jesus als das gute Land. Halleluja, wieder was zum Proklamieren. Auf geht's. Und ja, wir wollten die Hand ausstrecken zu dem Segen. Das machen wir auch noch. Gesegnet. Die Gabe, die ich gegeben habe, ist gesegnet. Sie wird in Umlauf gebracht und wird ein Segen sein. Und es wird zu mir im Segen zurückkommen. Halleluja. Segen. Amen. Amen. Deshalb mein kleiner Tipp. Ich weiß, manche geben einen Zehnten gleich im Voraus und dann geben sie jede Woche dann nichts mehr, lassen es den Kelch an sich vorübergehen. Ich sagte, ich würde es schlau machen. Ich würde lieber nur einen Euro nachschmeißen, weil jedes Mal, wenn eine Gelegenheit ist, dass so ein Kelch rübergeht und du nur einen Euro reinschmeißt, mehrst du schon diesen Segensfluss in dein Bewusstsein, in dem Empfangsbewusstsein, in dem Erntebewusstsein. Darum ist es schön für jeden, der den Zehnten korrekt gleich am Monatsanfang gibt oder irgendwann. Aber, und wenn es 50 Cent sind, die du einhaust, das macht mehr, als du denkst. Nichts, habe ich mir wieder rausgefunden, multipliziert sich so schlecht. Der Herr segne euch. Amen. Und jetzt kommen wir zum Christus, dem guten Land. Amen. Wer möchte proklamieren? Gabi. Jesus als Land ist wunderbar. Amen. Und allumfassend reich. Halleluja. Wie Bäche, Flüsse, Ströme fließt, ist süßen Brunnen gleich, Tälern und Hügeln reich entspringt, fließt, bis er jeden Teil durchdringt. Bis er jeden Teil durchdringt. Tränkt uns her. So gut. Herrliche Flut, Leben gibt. Was für ein Leben? Zoe, Leben. Amen. Jesus als Land ist wunderbar und allumfassend reich. Wie Bäche, Flüsse, Ströme fließt, ist süßen Brunnen gleich.
Tälern und Hügeln reich entspringt, fließt bis er jeden Teil durchdringt, drängt uns so gut, herrliche Flut, Leben gibt. Jesus, das Land des Weizens ist, am Kreuz sein Leben liest, auch Auferstehungsleben ist, die Gerste zeigt uns voller Feigen Trauben ist, Wein aus dem Saft der Trauben fließt, sich sehr bewährt, reich uns ernährt. Welch ein Land, Halleluja! Christus ist reich und Überfluss, als Granat Apfelspiel. Salbt er uns jeden Tag, welch Ölbaum er noch ist. Honig und Milch fließt überreich, stellt uns zufrieden, sagt zugleich, ist unser Ziel, er ist so viel, viel! Amen. Ihr Lieben, wir speichern kurz. Anschließend teilen wir mit. Bleib dran, das willst du nicht verpassen. Es geht weiter um Christus als Land.